Oh nein, das gibt's doch nicht. Und das ist Weihnachten. Socken, Velohelm, Bücher. Oh mein Gott. Ja, hallo. Hoppla, wer bist denn du? Direkt von Gott. Du hast doch gerade nach Gott gerufen. Da hat er mich direkt zu dir geschickt. Jetzt erzähl mir doch kein Märli. Du siehst doch eher aus wie der Sammy Klaus. Ihr Erwachsenen, ihr wollt uns doch nur veräppeln. Wer hat dich für die Verkleidung bezahlt? Der Papi? Also wirklich, ich bin ein Engel. Ehrlich. Guten Tag, ehrlich? Nein, ich bin wirklich ein Diener von Gott. Wirklich? Ich kann gar nicht wollen. Ja, also man sagt es einfach nur so, mein Gott. Aber wenn du schon mal da bist, ich bin wirklich hässig. Warum? Du fragst mich noch. Ich freue mich das ganze Jahr auf Weihnachten. Und dann so etwas. Schau dir das an. Den Mist habe ich bekommen. Das interessiert doch niemand. Dabei brauche ich dringend ein neues Handy. Außerdem wollte ich eine Saisonkarte fürs E-Stadium, aber das hier, nein. Ach, das sind nicht die richtigen Geschenke und darum bist du sauer. Ja, total. Wärst du das nicht auch, Engel? Vielleicht, aber ich glaube, dass du zur Weihnacht das grösste Geschenk schon bekommen hast. Wie bitte? Mit dem blöden Velohelm oder was? Nein, den meine ich nicht. Es ist etwas ganz anderes. Weißt du denn nicht, was an Weihnachten passiert ist? Also warum wir Weihnachten feiern? Ja klar, das weiss doch jedes Kind. Ein Kind ist geboren worden in einem Stall. Auf jeden Fall gibt es einen Haufen Geschenke. Der Papi sagt, dass es für Konjugation ist oder so Konzentration, Konfirmation. Ja, keine Ahnung, das, was die Geschäfte so verkaufen. Ja, wenn dein Papa das sagt, übrigens heisst das Konjunktur. Aber angefangen hat Weihnachten nicht für Konjunktur. Angefangen hat Weihnachten mit dem grössten Geschenk, das man sich vorstellen kann. Willst du die wirkliche Geschichte mal sehen? Ja, wenn es sein muss. Jetzt verstehe ich die Bedeutung von Weihnachten schon etwas besser. Aber wieso sollte das für mich das grösste Geschenk sein? Ich meine, was habe ich davon? Du hast doch Freunde, oder? Was ist das Beste, was ein Freund dir schenken könnte? Ja, also das Handy. Obwohl, eigentlich nicht. Also ich weiss nicht so genau. Dass sie die mögen. Also doch nicht das Handy. Was magst du eigentlich an deinen Freunden am meisten? Dass sie mich gern haben, dass wir zusammen etwas machen können. Wir reden, wir spielen, haben Spass zusammen, gamen am Handy oder so. Und natürlich, dass sie mir helfen, wenn ich es brauche. Genau. Freunde sind einfach immer dabei. Und Freunde holen einen raus, oder? Auch wenn du mal selber die Schuld bist. Echte Freunde sagen dir auch, wenn du etwas falsch gemacht hast. Einfach, weil sie dich mögen. Freunde sind so ziemlich das Beste, was es gibt. Stimmt's? Ja, das finde ich auch. Ich glaube, du kannst verstehen, was das grösste Geschenk ist, das Gott dir zu Weihnachten gemacht hat. Gott ist als Mensch auf die Erde gekommen. Er will dein Freund sein und er hilft dir, wenn du es brauchst. Sogar, wenn du selber die Schuld bist. Einfach, weil er dich lieb hat. Du meinst also, Gott will ein Freund von mir sein, so wie meine Freunde Zeit mit mir verbringen. Aber vielleicht will ich ja gar nicht, dass er mein Freund ist. Kann schon sein. Gott drängt sich dir nicht auf. Er wartet so lange, bis du begreifst, dass er es gut mit dir meint. Vielleicht hast du recht, vielleicht ist das wirklich das grösste Geschenk. Sicher, genau das meine ich. Stell dir das einmal vor. Jeder, der Jesus vertraut, wird von Gott zu seinem Kind gemacht. Und es ist ganz einfach, Jesus zu vertrauen. Du kannst mit ihm reden und seine Freundschaft annehmen. Dann kommt er in dein Leben.
Jeder, der Gottes Kind ist, kommt das ewige Leben über. Und das kannst du mir glauben. Gott hat dir viel mehr zu bieten als ein Handy. Okay, das leuchtet mir ein. Da wollte ich noch mehr darüber hören. Das freut mich. Dann lass jetzt die Predigt vom Hans zu und ich wünsche dir schöne Weihnachten. Tschüss, Jana. Guten Morgen miteinander. Das Thema von der heutigen Kurzpredigt, schmeckt auf Hochdeutsch, ist das größte Geschenk. Und heute Morgen ist mir nach dem Morgenessen ein Witz dazu in den Sinn gekommen, den ich mal gehört habe, den erzähle ich jetzt. Dein Familiengottesdienst geht das, oder? Ein Witz erzählen. Sonst auch. Und zwar, der Fritzli sagt zur Oma nach der Weihnachten: Du Omi, die Trommel, die du mir geschenkt hast, das ist das größte Geschenk, das ich diese Weihnachten bekommen habe. Dann fragt die Omi: Ja, wieso denn, Fritzli? Ja, weißt du, jedes Mal, wenn ich nicht darauf spiele, gibt mir mein Vater einen Franken. Jetzt ernst, durch das Gespräch von Jana mit dem Engel und dieses Video über die Weihnachtsgeschichte haben wir auf eine interessante Art erfahren, was eigentlich das größte Geschenk an Weihnachten ist. Nicht ein neues Handy für Jana oder wie hier vielleicht ein großes neues Auto, sondern eine Person, die vor 2000 Jahren geboren wurde, in einem kleinen Stall in Bethlehem. Denn die Geburt von Jesus dort in Bethlehem vor 2000 Jahren ist nicht nur eine einmalige Geschichte,
sondern sie ist ein Geschenk, das für immer bleibt, bis heute und bis in alle Ewigkeit. Du fragst dich vielleicht jetzt, ja, warum ist denn Jesus das größte Geschenk für uns? Ich denke, es gibt eine Antwort, die ich heute Morgen etwas näher anschauen will. Es gibt noch andere Antworten, aber was mir wichtig geworden ist, die Antwort, weil Gott uns dadurch zeigt, dass er uns liebt. In diesem Vers in 1. Johannes 4,9 wird das deutlich, wo es heißt, Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Das ist der Grund, oder ein Grund, warum Jesus das größte Geschenk ist. Weil wahre Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sondern wahre Liebe zeigt sich doch auch in unserem Verhalten. Denkt mal darüber nach, wenn zwei Menschen sich wirklich lieben, dann sieht man das doch sehr deutlich an ihrem Verhalten. Wenn sie so frisch verliebt sind, schauen sie sich ganz verliebt in die Augen, sie halten Hände und sie verbringen so viel Zeit miteinander, wie sie nur können. Gottes Liebe zu uns hat sich auch in seinem Verhalten gezeigt. Er hat nämlich nicht einfach einen Flyer vom Himmel geschickt, ich liebe dich, wo drauf steht, nein. Er ist selber Mensch geworden, in Jesus Christus. Er ist auf diese Welt gekommen, sodass wir ihn nicht nur sehen, sondern auch anfassen konnten. Jesus war ja vor seiner Geburt auf der Erde, war er bei Gott im Himmel. Der dreieinige Gott, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, die lebten in perfekter Harmonie und Liebe zueinander. Aber die Liebe Gottes zu uns Menschen war so groß, dass er bereit war, seinen einzigen Sohn in diese Welt zu schicken. Was das bedeutet, wurde Nelly und mir bewusst, als wir Missionare in Japan waren. Wir wohnten nämlich zu weit weg von der deutschen Schule, als dass unsere Kinder jeden Tag 2 Stunden mit dem Zug in die einzige deutsche Schule fahren konnten. Und darum mussten wir unsere Kinder schon mit 6 und mit 9 Jahren in ein Internat geben. Wer selber Kinder hat, kann sich vorstellen, wie schwer uns das gefallen ist. Nur die Liebe zu Gott hat uns die Kraft dazu gegeben. Und Gott liebt seinen Sohn sicher noch viel mehr als wir, unsere Kinder. Und trotzdem war er bereit, seinen Sohn in diese Welt zu schicken. Eine Welt, in der er Hunger litt, in der er einsam war und sogar von einem Freund verraten wurde. Eine Welt, die ihn nicht mit offenen Armen empfangen hat, sondern mit Ablehnung. Und diese Ablehnung hat sogar dazu geführt, dass Jesus wie ein Verbrecher am Kreuz, also gekreuzigt wurde. Aber mit seinem Tod hat Jesus uns mit Gott versöhnt. Und das ist das größte Geschenk, das in diesem Geschenk von Jesus eigentlich eingeschlossen ist. Warum war Gott bereit, dieses Opfer für uns zu bringen?
Warum war Jesus bereit, diesen Tod am Kreuz für uns zu erleiden? Weil er uns liebte und es der einzige Weg war, um uns aus der Gottesferne wieder zurück an sein Vaterherz zu ziehen. Und aus diesem Grund ist Jesus das größte Geschenk für uns, was wir jetzt heute an Weihnachten feiern können. Und dieses Geschenk ist auch für dich persönlich. Was machst du mit diesem Geschenk? Was machst du, wenn du ein Geschenk angeboten bekommst? Ja, normalerweise denke ich, nimmst du es an, oder? Und sagst, danke. Aber genauso kannst du es ja auch machen mit dem Geschenk, das Gott dir in Jesus gibt. Das größte Geschenk annehmen und dafür danken. Wie geht das? Ganz praktisch. Du kannst mit Gott reden, so wie du zu einem Freund redest. Und du kannst ihm sagen, dass du begriffen hast, dass er dich liebt. Du kannst Gott danken, dass er dir Jesus als das größte Geschenk, als deinen Retter auf diese Erde geschickt hat. Hast du das schon getan? Es gibt Menschen, die fühlen sich entweder zu gut oder zu schlecht, um Gottes Geschenk anzunehmen. Die, die sich zu gut fühlen, denken vielleicht, ja, ich brauche doch kein Geschenk von Gott. Ich bin ja gut genug, dass Gott mich auch ohne Jesus zu vertrauen in den Himmel lässt. Wenn das wahr wäre, dann wäre Jesus ja vergeblich am Kreuz für uns gestorben. Hätte es einen anderen Weg gegeben, dann hätte Gott sicher nicht seinen Sohn für uns geopfert. Aber es gab keinen anderen Weg, um uns zu erlösen. Das Geschenk, das Gott dir in Jesus schenken will, ist so kostbar, dass du es nicht bezahlen kannst. Du kannst es dir nur schenken lassen. Andere Menschen vielleicht, die fühlen sich zu schlecht, um Gottes Geschenk anzunehmen. Sie denken vielleicht, ja, ich habe so eine schlechte Vergangenheit, ich habe so viel Schlechtes getan, ich bin unwürdig, dieses Geschenk anzunehmen. Ja, eigentlich sind wir ja alle unwürdig, um Gottes Geschenk anzunehmen. Aber Gott liebt auch die Unwürdigen. Er liebt jeden Menschen auf dieser Erde. Ist das nicht genial? Und darum darf jeder Mensch darf dieses Geschenk von Gott annehmen. Und wenn du dieses Geschenk von Gott angenommen hast, dann, was kannst du dann damit tun? Du kannst es auspacken, du kannst es entdecken und du kannst jeden Tag wieder neu darüber staunen. Und du kannst das auch gerade heute Morgen in einem einfachen Gebet kannst du das tun. Du kannst einfach zu Jesus sagen, danke Jesus, dass du das größte Geschenk für mich bist. Dieses Geschenk will ich annehmen, ich will es auspacken, ich will es entdecken und ich will jeden Tag wieder neu darüber staunen.
Ich wünsche dir frohe Weihnachten mit dem größten Geschenk, das es gibt, mit Jesus. Und während wir jetzt ein Instrumentalstück hören, kannst du ganz einfach, wie ich gesagt habe, kannst du zu Jesus beten und ihm sagen, ja, Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist. Ich danke dir, dass du für mich in dieser Krippe in Bethlehem geboren wurdest. Ich danke dir, dass du dein Leben für mich gegeben hast.